If I should return with my body on my shield, tell my son I chose to die, then yield. Oh, my life may soon be gone. So, willkommen zum Battle Report, nach langer Zeit aber wieder, aber es ist halt vor Weihnachtszeit und unter mir tun sich Höllentore auf bei der Arbeit. Gut, dann starten wir mal. Wir spielen heute Ultramarines Death Watch gegen Astra Militarum. Wieder mal gegen Raffi. Und heute ein Tag der Premieren. Ich spiele heute erst einmal meine Death Watch und mein Void Shield Generator und die Vorherrschaft taktischen Missionsziele. Also schauen wir mal. Zur Armee fangen wir an. Also a Combined Armed Ultramarines. Der Chef ist da, sind die Command Tanks von die Ultramarines, so wie es die Regeln besorgen. Dann in die zwei Standards habe ich zweimal 10 taktische Marines in Landungskapseln, wobei ein Melter dabei ist. Der Chef ist eben jeweils der mit der Glotzen. Dann in der Unterstützung einmal ein Thunderfire Cannon und einmal Devastoren mit 4 schweren Boltern. Und in der Fortification ist eben der Void Shield mit 3 Schilden. Dann zu der Death Watch. Death Watch ist ein Allied Detachment. Also einmal der Chaplain, so einfach knockt. Der hat zwar die E-Faust, die hat er aber tatsächlich nicht. Dann ein Veteranentrupp mit zweimal Frag Cannon mit einem Sturmschild, zweimal Energiehammer und einmal ein Black Shield mit einer Kralle und einer E-Faust. Die Jungs sind auch im Dropbot. Und zu guter Letzt ein 5-Mann Terminatorentrupp mit 5-mal Cyclone-Raketenwerfer. Wir haben gerade mit Dominik geredet. Kosten ein paar Punkte, die einzelnen Einheiten. Da werden wir mal schauen, aber ja, wie gesagt, so 10 Schuss mit Panzerjäger könnte ganz interessant sein. Gut, dann gehen wir gleich zum Raffi. So, werter Herr, erzählen Sie, was Sie haben. So, ich habe einmal den Steelhost, Pask und Punisher, 3 Bolter, ein Executioner mit 2 Plasmawerfern, die Hydra, ich dazu nehmen muss. Ein Punisher mit 3 Boltern, 2 Demolisher. Dann habe ich noch das aus dem Mont Car, die Empress Assault. Das sind ein Trupp, Kommandotrupp und 10 Quatsch, und jeweils 10 Veteranen in Reich in insgesamt 4 Chimären. Plus ein Bane Wolf. In den Trupp sind jeweils überall 2 Plasmawerfer drin. Ansonsten nackig. Was die noch haben, die haben Preferred Enemy gegen alles, was um 6 Zoll mein Missionsziel ist. Haben selber Objective Secured. Der Pask hat halt auch Preferred Enemy und der im 12 Zoll Umkreis durch diesen Steelhost hat halt alles bei ihm auch Preferred Enemy. Gut. Und den Inquisitor Cortias habe ich noch dabei. Ah, das ist er selber. Das ist er selber, genau. Und bei der Command Group, das ist der Commander und das ist jetzt, muss ich proxen, ich habe die falsche Miniatur mitgenommen, das ist der Master of Ordnance. Okay, alles klar. Bedeutet, die Jungs sind alle aufgesessen? Die müssen, sind alle nicht mehr. Und, also das heißt, modellmäßig hast du gar nichts, du hast jetzt in dem Fall nur Panzer. Nur Panzer, genau. Wer ist der Kriegsherr von dir? Das ist der Pask. Das ist? Der Punisher, der Bemalte. Der Bemalte, alles klar. Bei mir ist der Kriegsherr mein Land Raider. Ja, okay. Gut, alles klar. Dann alles zum Auswürfeln aufbauen und gut, dann melden wir uns mit Aufstellung. So, Aufstellungen sind fertig. Ich fülle mal kurz über den Raffi Seiten. Panzer über Panzer über Panzer. Bei mir schaut die ganze Sache, das hat bei mir fast schon Tradition, dass nicht viel am Feld steht. Meine zwei Command Tanks stehen da. Die Devastoren sind da im befestigten Gebäude mit einem Dreier Decker. Und im 12 Zoll Radius von meinem Void Shield.
genauso wie die Thunderfire kennen und meine Fulmentarus. Ich nenne jetzt einfach mal Fulmentarus. Und das war's. In Reserve, meine Reserve ist quasi da unterhalb drinnen. In die Kapseln sind zweimal taktische Truppen mit Melter und eben der, die Deathwatch-Typen. Und in der ersten Runde kommt ein. Na, kommen die zwei Marines. Zwei Drop, achso, okay. Kommen jetzt mal Marine Troops. Ich habe mir gerade überlegt, ob was jetzt erst noch. Nein! Zurück, der Deathwatch-Trupp und der taktische Trupp. Die zwei kommen in der ersten Runde. Gut. Sind die taktischen aufgeteilt in Kampfteams? Natürlich. Okay. Na, das ist, ich muss ja, das gerade mal fragen. Natürlich, Entschuldigung, aber das ist. Nein, das kannst du ja auch entscheiden. Ja, ich weiß, aber das ist normalerweise eh Standard, weil die können trotzdem aufs gleiche zuschießen. Für mich ist das. Ja, nein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Erklärt ja, natürlich auch. Ich möchte auch gerne nachher, warum ich explizit gerade gefragt habe. Mhm. Ja? Passt. Gut. Passt. Jetzt ist die Frage, willst du selbst beginnen, dann muss ich die Initiative... Du willst selbst beginnen. Dann werde ich die Initiative klauen auf die 6. Na, da liegt die 3. Dann auf ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel. Und dann sehen wir uns nach der ersten Runde vom Astra Militarum. So, die erste Runde Astra Militarum ist vorbei. Es ist in Wirklichkeit nicht viel passiert. Er hat mir zwei Terminatoren weggeschossen, die fürchtlos sind, dadurch muss ich nicht testen. Und er hat mir alle drei Void Shields weggeschossen. Dann hat und drei Leute sind, haben mit Nebelwerfer gezündet. Passt, dann 4. 1, 2, 3. Die 3 und er vorne, jawohl. Gut, dann jetzt meine Kapseln, natürlich wieder Obweiher in Live. Passt, erste Runde Ultramarines Death Watch. Du da, dann sehen wir. So, die erste Kapsel. Bin ich gern dabei, ja. Ja, ich muss, da ist gefährlich. Ja, ich hoff das Beste. 2 Zoll. Zack. Gut, das war die erste Kapsel. Dann platzieren wir mal die Deathwatch und dann die zweite Kapsel. So, da kann jetzt in Wirklichkeit nicht viel passieren, außer weil ich irgendwie wirklich 300 Zoll in irgendeiner die ganz falsche Richtung habe. 10 Zoll. 10 Zoll. Na, mit der Mitte und dann bist du über die Kante. Mit dem Teil da, gell? Mhm. Ja, verdammt. Und natürlich haben wir genau ein Missgeschick. Was passiert? Die 2 ist am falschen Ort, bilden wir ein. Schauen wir eben im Regelbuch. Gut. Oder warte, Dominik, war es sicher? Entschuldigung. Die 2 Missgeschicke. Ja, bei was? Bei Kapsel. Er darf sich positionieren. Am falschen Ort. So wie ich gesagt habe. Okay. Passt, dann. Ja, zumindest sind sie nicht weg. Dann jetzt erste Runde Ultramarines Death Watch. So, die erste Runde der Ultramarine Deathwatch war eigentlich ganz erfolgreich, muss ich sagen. Ich habe als erstes mein 7 Zoll Orbital Bombardement da draufgelegt, habe ihm dann da Achimäre in die Luft gesprengt, den Rest dazu verdonnert, Schnellschüsse zu machen. Habe glücklicherweise an. Der kann sich nicht bewegen? Der kann sich überhaupt nicht bewegen und nur Schnellschüsse abgeben. Und der kann gar nicht schießen. Also, der darf gar nicht schießen. Ah, das war nicht gewusst. Der darf Schnellschüsse und der. Also zweimal Schnellschüsse, einmal gar nicht schießen und einen habe ich in die Luft gejagt. Mhm. Und zeitgleich sechs Jungs habe ich da glaube ich rausgenommen. Ja, fünf Jungs habe ich rausgenommen. Ganz gut gepasst. Dann mit verbündeten Kräften von meinem Deathwatch-Jungs, dann der Grafkanone und den Terminatoren habe ich da die zwei, wie sind die, Demolisher? Demolisher, zwei Demolisher ausgenommen. Da bin ich gerannt. Mit der Thunderfire Cannon habe ich im Sperrfeuer da drüben auf die zwei Panzer geschossen. Habe tatsächlich auf die Hydra 4 Hits gelegt und auf die Chimäre 3 Hits gelegt. Und hätte eigentlich nur ein 4 gebraucht für einen Streifer und habe aber genau nicht einmal einen einzigen Rumpfpunkt verursacht. Gut.
Passt, das war's. Dann Missionsziele habe ich leider keins erfüllt. Die sind nämlich tatsächlich sauschwer zum Erfüllen. Wie hätte man das anders erwarten können? Und ich lege verteidige Missionsziel 6, lege ab, weil das ist da. Das wird mich vielleicht noch ärgern, aber das wäre am ehesten eher unwahrscheinlich erfüllen. Gut, also eigentlich eine sehr zufriedenstellende erste Runde und damit gehen wir in die zweite Runde vom Astra Militarum. Zweite Runde vom Astra Militarum tatsächlich. Prisoners habe ich auch 2 Punkte. 2 Missionsziele geschafft. Gut, was hat er gemacht? Er ist da, hat sich da ein bisschen anders formiert, hat mit ziemlich viel, muss ich sagen, auf meine, eigentlich mit allen, auf meine Deathwatch-Heinis geschossen, hat die ja tatsächlich ausgelöscht, hat mir da einen Terminator weggeschossen, wollte mir jetzt die Kapsel wegputzeln, aber hat mit irgendwie gesamten Beschuss irgendwie nur 2 Rumpfpunkte gezogen. Missionsziele hat aber trotzdem 2 erfüllt. Das heißt, missionszielmäßig ist er jetzt aktuell definitiv vorne. Passt, dann kommt jetzt an meine Reserve. Kommt sie? Kommt nicht. Die Kapsel will noch nicht. Passt, dann zweite Runde Ultramarines. Zweite Runde vorbei. Also heute brechen wir, glaube ich, diese schwierigen Missionsziele, die taktischen Missionsziele der Vorherrschaft, das Knack. Ich schaffe einfach keine Missionsziele. Das ist das heute ein bisschen mein Problem. Aber trotzdem war die Runde eigentlich ganz erfolgreich. Ich habe da mit meinem Land Raider den Panzer aufgemacht in Verbindung mit dem Panzerjägern von den Jungs da. Dann habe ich die Einheit, die ausgestiegen ist, mit der Donnerfeuersalbenkanone vergattert. Dann habe ich da hinten den, wie ist der Bane Wolf? Hellhound. Den habe ich dann in die Seitenpanzerung mit meiner schweren Bolter vernichtet. Mit tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5, 6 Hangwürfel, das hat wirklich ganz gut gepasst. Also der Fuß steht jetzt von ihm tatsächlich nicht mehr viel. Und ja, gut, es ist, drauf ist eher angezipft, aber es heißt Runde 3 und punktemäßig bis vorn, das schaffen wir jetzt noch. Gut, dann jetzt, hast du irgendwelche Reserven oder sowas? Nichts, gell? Nein. Passt, dann jetzt dritte Runde Astra Militarum. Kriege ich vielleicht irgendwann nochmal. So, die dritte Runde Astra Militarum ist vorbei. Was hat er gemacht? Er hat mir das Void Shield weggeballert und mir meine 2 Thermis rausgenommen. Muss durch. Zusätzlich hat er sich da das Missionsziel Nummer 1 geholt und er spielt jetzt klarerweise auf Punkte. Aktuell hast du 3 Punkte, gell? 3 Siegespunkte. Gut, ja, das ist meine Reserven. Kommen wieder nicht, die wollen einfach nicht. Passt, dann jetzt die dritte Runde Ultramarines. Das war schon wieder mal, de facto. Gut, gehen wir es an. Ziemliche Kackrunde für die Ultramarines in Wirklichkeit, beziehungsweise die Deathwatch. Zwar, ich habe mit allem, was ich gehabt habe, auf seinen Kommandotrupp hergeschossen. Der Plan wäre eigentlich gewesen, dass ihn mit Plasmawerfer, Laserkanonen und so weiter ausschollt, dass sein Kommandotrupp aussteigen muss und dann mit den Jungs den Kommandotrupp vergattern, beziehungsweise mit denen da erinnern. Nur leider ist der Plan schiefgegangen, weil er seinen 4er Deckungswurf geschafft hat. Das heißt, ich habe jetzt bis jetzt de facto noch keinen einzigen Missionszielpunkt. Habe aber dafür ihn lahmgelegt, er hat nochmal an. Dann sein Kriegsherr ist auch lahmgelegt und ich habe noch eine Kapsel in Reserve, die nächste Runde automatisch kommt. Das heißt, wenn ich da nicht komplett einen Scheiß mache, dann habe ich mit etwas Glück zumindest den Warlord Kill. Nur Fakt ist, ich habe aktuell noch 0. Na, Breach habe ich, weil meine Kapsel bei ihm drüben steht. Aber sonst habe ich noch gar nichts. Und First Blood habe ich auch, oder? Also momentan steht es 2-4, glaube ich, oder so. 2-3. Gut, dann jetzt auf jeden Fall vierte Runde ist immer schon. Astra Militarum. So, vierte Runde.
Als der Militär, was hat er gemacht? In Wirklichkeit nicht viel, er hat mal meine Kapseln getötet. Dann hat er da einen Orbitalschlag draufgelegt, ist 3 Zoll abgewichen, hat mir meinen Sergeant ausgenommen und mein Rhino an. Mein Rhino, ja, an Rumpfpunkt. Und den zweiten Rumpfpunkt hast du mit was genommen? Mit dem Plasmawerfer, glaube ich. Was war das? Ja, Multilaser. Mit Multilasern, genau, sowas. Gut, das heißt, meine Kapsel kommt jetzt dann automatisch, vierte Runde. Dann werden wir schauen, wie die Kapsel hinstellen und dann melde ich mich natürlich wieder mit dem Abweicher. So, ihr kennt mich, no risk, no fun. Wir stellen genau in die Mitte. Nein, nein, da kann er in Wirklichkeit nur in eine Richtung blöd abweichen. Und hoffen wir das Beste. Hit, kommt, wo sie kommt. Passt. Dann stellen wir mal die Modelle auf. Und dann gehen wir in die vierte Runde der noch verbleibenden Ultramarine. So, da la, fünfte Runde vom Raphael vorbei und er hat gerade aufgeben, weil er nicht mehr gewinnen kann. Weil ich habe aktuell 3 Siegespunkte mit meinem Missionszielpunkt, habe das First Blood, habe den Durchbruch sicher, habe den Warlord Kill, das heißt, ich komme mindestens auf 5 Siegespunkte und der hat nur 4 und kann nichts mehr erreichen. Das heißt, er hat jetzt einfach aufgeben. Ich hätte aber jetzt in weiterer Folge, wie gesagt, mal da drüben den Durchbruch geholt. Er hat mir zwar da meinen Rhino weggesprengt, das ist aber wurscht. Ich hätte mir jetzt mit ihm das Missionsziel geholt. Das steht nämlich nur da, ich muss das Missionsziel 5. Aha, mit derselben Einheit. Alles klar. Egal. Trotzdem 5. Passt. Ja, ist egal. Dann danke. Schönes Spiel. Und auch wenn. Sehe ich anders aber. Na, gut. Ja, passt. Dann kurze taktische Nachbesprechung meinerseits. Für mich, Modell des Spiels, muss ich sagen, war heute mein Command Tank. Der hat mit seiner Grafkanone und mit seinen Laserkanonen ziemlich viele Modelle ausgenommen. Hat mit seinen Befehlen da Preferred Enemy 12 Wunden zugeteilt. Hat meine Terminatoren 2 Runden lang in Panzerjäger verwandelt. Also aber wirklich, muss ich sagen, für mich Modell des Spiels. Schlechtestes Modell war der Trupp da. Der hat nichts getan, liegt aber einfach daran, dass er abgewichen ist und der Raffi ihn befehlen hat können. Bestes Modell vom Raffi, muss ich sagen, war der Cordeas, weil der heute einfach 11 Schuss schweren Bolter gefressen hat. Schlechtestes Modell. Pask. Nichts gemacht. Genau. Sein Warlord, der ist genau da hinten in die Ruine gefahren, hat sich lahmgelegt und dann ist er dort gestanden. Ansonsten taktisch, ich hätte taktisch in Wirklichkeit nicht viel anders gemacht. Das einzige, was ich anders gemacht hätte, ich hätte wahrscheinlich die Deathwatch-Typen nicht in Landungskapsel gebracht, sondern die eher irgendwie im Land Raider umeinander kutschiert und versucht, da in irgendeiner Form in Nahkampf zu kommen. Und ansonsten muss ich sagen, hat mein Plan eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin mit der Landungskapsel in seine Reihen gelandet, habe ihm seinen Chefpanzer ausgenommen. Das war nämlich tatsächlich der Plan hinter der Melterkapsel. Habe dann da mit meinem Deathwatch-Trupp auch ganz gut ausgeteilt in Wirklichkeit. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Raffi, was sagst du noch dazu? Hast du noch abschließende Worte? Weil der ich könnte kotzen. Na, es ist wirklich alles schief gelaufen, was ich kann. Du hast die Kapseln sehr, sehr risky platziert und bei 3 sehr risky und trotzdem nur einen Abweicher. Ich habe am Anfang falsch aufgestellt und dann habe ich alles verwürfelt, was nur ging. Also da hat wirklich gar nichts, immer abgewichen. Für die beste, schlechteste Modelle? Der Pask. Ja. Definitiv, weil das ist, also wer... Es ist halt einfach kacke, wenn ein Warlord in die Ruine fährt und sich lahmlegt und dann passiert einfach nichts mehr. Mhm. Da kannst machen, was du willst. Bestes Modell von dir, das muss da geben? Der Cortias. Gott, da sind wir uns einig. Und bei mir, was sagst du bei mir? Was war, wo würdest du sagen, das war ganz nett? Der Rhino. Der Rhino, Razorback. Der Rhino. Kapitalschlag. Ja, 7 Zoll. Viel angelegt. Und da war halt... Mhm.
Ja gut, dann in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke Raffi fürs Spül. Danke. Und ich hoffe, du haust dich heute das Lasso, wenn du heimkommst. Das ja, nein, aber das ist, das zeigt nur wieder mal, dass imperiale Armee im Augenblick einfach nicht spielbar ist gegen halbwegs vernünftige Armeen. Ja. Gut. Wobei das heute, muss ich auch sagen, eine bunte Tüte war. Ja. Weil ich wollte heute, so wie ich am Anfang bereits gesagt habe, lauter Sachen spülen, die ich noch nie gespült habe. Und oder sollten spülen, und deswegen war das heute eigentlich eine bunte Tüte, also nichts, was in irgendeiner Form ausgemaxt wäre. Nein, eben, aber das zeigt ja noch mehr, dass das eigentlich im Augenblick der Spülkampf nicht auf Augenhöhe. Nee, also so ein Demolition Panzer kostet 170 Punkte und dann kommt eine Kapsel mit einem Melter, zack, bumm. Erledigt. Tot. Ja gut, dann. Danke fürs Zuschauen und empfehlt es mir weiter. Und abonnieren und was man halt alles so tut auf YouTube. Ich wünsche euch was. Tschüss, Papa. Ich lasse gelben Schnee essen. Don't eat yellow snow, genau. Passend zur Jahreszeit. Alles klar. Ich wünsche euch was. Tschüss, Papa.